Ja, also Kangül verkauft sich hier wirklich sehr teuer und ganz beherzter Kämpfer. Aber es ist jetzt abzusehen, dass also die Kondition am Ende ist. Und jetzt geht es wirklich nur noch ums nackte Überleben. Und ich glaube, der Kampf, der wird vorzeitig enden. Aber das bleibt ja dabei. Falkenbutz ist der Mann, der von Weltmeisterschaft spricht. Und dann darf man auch fragen, wie deutlich müsste man denn einen solchen Gegner beherrschen können? Mit den Basics, mit mehr Führhänden. Er atmet auch so, dass man ein paar Fragen stellen muss. Ist das mit der Kondition alles zum Besten bestellt? Er hat wochenlang auf diesen Kampf zumindest hintrainiert. Klasse Treffer. Der war richtig gut. Der hat ordentlich gesessen. Ist das eine neue Atemtechnik von Vincent Falkenbutz oder ist das vielleicht doch ein bisschen konditionell problembehaftet? Ein Cut auf der Nase bei Yusuf Kangül. Hat sich da geöffnet, auf der Nase wohlgemerkt. Und der wird nicht besser, wenn er so offen dasteht und diese Treffer dann weiter kassiert. Dann wird der Ringarzt gleich mal einen Blick drauf werfen auf die Cut-Verletzung. Wobei auf der Nase grundsätzlich das erstmal keine besonders schlimme Stelle ist. Klasse, gut gemacht. Klasse Treffer. Wir haben Kopfzeichen gehört, wir wissen, es ist nicht mehr lange. Wir freuen uns auf Runde 6. In der Pause ist Ahmet Öner in den Ring geklettert. Das ist der Manager von Yusuf Kangül, hat den Kampf beendet. Hat gesagt, das waren zu viele harte Treffer für Kangül, die er da zuletzt kassiert hat. Die Cut-Verletzung, die noch dazu kam. Also Ende nach der letzten Runde. Vorzeitiger Sieg für Vincent Falkenbutz. Hier gegen den Ersatzmann Yusuf Kangül, der sich gut verkauft hat, der es in diesen Runden probiert hat, alles abzurufen. Da wird nochmal drüber gesprochen. Hier ist die Szene. Da ist die Pause gerade gewesen, beziehungsweise der Gong kam. Öner kommt rein, Handtuch in der Hand und sagt, Leute, komm, das macht doch keinen Sinn mehr. Da wurde noch kurz diskutiert und da wurde ein bisschen gesprochen. Und dann hat man überlegt, ob man das so macht. Und man hat es dann am Ende auch so gemacht. Es hat Jörg Mielke schnell überzeugt, dass das die bessere Variante ist.